Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Finanzfreunde. Es gibt hervorragende Neuigkeiten bezüglich unseres kleinen Lieblingsnebenwerts NetSense Technology. Fangen wir von vorne an. Das Visa Fast Track Programm ist ja schon angesprochen worden. Und hier möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass das einfach der Anfang der Integration für die Visa-Card ist. Es ist jetzt wirklich in dem Rahmen eben notwendig, noch mit Experten von Visa zu sprechen, um die Abwicklung später auf höchstem Niveau gewährleisten zu können. Denn ansonsten, wenn es da eben Probleme gibt und ähnliches, wären wir ganz schnell wieder draußen aus so einem Programm. Aber ich denke, die gute Vorarbeit wurde geleistet und dementsprechend steht dem nichts mehr im Wege, dass man schon bald eben nicht nur die Visa-Card ordern kann, sondern es auch im breiten Publikum Gefallen findet. Insbesondere dann, wenn eben die Transaktionsgebühren dadurch fallen, was bei vielen Kreditkarten ja doch noch immer ordentliche Gebühren sind. Eine andere sehr, sehr interessante und wichtige News ist die Zusammenarbeit mit XTM. XTM war für mich vorher recht unbekannt, aber was hier sehr spannend ist, ist eben, dass dieses Unternehmen die verschiedenen Zahlungsabwicklungen für gerade kleinere Beträge und auch für Gehaltsabrechnungen interessant und leichter macht. Eigentlich hatten die mit Kryptowährungen davor, so wie ich das verstanden habe, nicht so viel zu tun, möchten aber eben jetzt schon sofort eben quasi in die Blockchain-Technologie mit einsteigen, damit eben zukünftig die Leute auch über diese, ja, über diesen Weg letztendlich ihr Gehalt ausgezahlt bekommen können. Gerade bei Restaurants und Ähnlichem, mit Domino's eine Kooperation dabei, auch mit Mastercard als Hintergrundabwicklungsplattform, damit eben hier zum Beispiel Trinkgeld besser gebündelt werden kann, dass es da keine Diebstähle gibt oder Ähnliches und man immer jedem direkt zuordnen kann, wer hat wie viel Trinkgeld verdient und auch da in Kanada sehr viel noch bar abgewickelt wird, sowohl die normalen Lohnabrechnungen als auch eben die Trinkgeldzuschüsse, muss man eben nicht mit dem Bündel Geld hier durch die Gegend laufen, sondern hat eben dieses Banksystem von XTM, das eben auch als Zahlungsdienstabwickler gelistet ist, eben schon integriert. Und dann eben mit NetSense noch weiter Kosten sparen, hier noch die Möglichkeit, das Ganze in Kryptowährung abzuwickeln. Top. Also nochmal ein Bereich, der eben sehr interessant sein kann für eben die breite Masse. Gerade eben in Kanada, wo jetzt schon unter 30% noch bar gezahlt wird, sondern nur noch digital jetzt eben als große Masse abgewickelt wird. So. Das Interessanteste, was in der letzten Woche passiert ist, ist eben der neue Chefberater von NetSense, Dr. Claude Schmitz aus der Schweiz. Dr. Claude Schmitz ist ein Mitglied unter anderem derzeit im Anlageausschuss der Delfin AG, die gerade für Stiftungen und für verschiedene Staatsfonds eben Geld verwalten und dort auch als Berater und Anlagespezialisten tätig sind. Die Vita hört da noch lange nicht auf. Er war unter anderem auch beim Wealth Management von Goldman Sachs und von UBS, Co-Leiter von Family Offices. Also ein Mann, der nicht nur gut vernetzt ist, sondern der gleichzeitig auch seine Expertise und sein operatives Können lange bewiesen hat. Und so einen Mann an der Seite von einem Startup zu haben, ist enorm viel wert. Jeder kennt es, der in die Selbstständigkeit gegangen ist. Wenn man einen guten Mentor hat, dann hat man auch die Möglichkeit, viele Fehler zu vermeiden, die ansonsten gemacht werden würden. Nach eigener Aussage ist er auch mit diesem Herrn Aikman, der schon im NetSense Board ist, befreundet und hat hier auch eben gute Erfahrungen gemacht, verfolgt NetSense schon länger und dieser schöne Spruch, NetSense ist das Tor für die Leute, die eben in den Kryptomarkt gehen möchten. Also ich denke, lobender kann man das eigentlich gar nicht ausdrücken, dass dieses kleine Winzunternehmen quasi wirklich schon das große Tor zu diesem Zahlungsabwicklungsmarkt ist. Ich denke, wir können Großes erwarten und natürlich Erwartungen kann auch immer Strafe sein, wenn diese nicht erfüllt werden. Aber ich finde, einmal mehr hat NetSense bewiesen, dass sie in der Lage sind, wirklich hochqualitatives Personal anzuziehen, die überzeugt sind von der Sache. Und was natürlich eben misstrauisch macht den einen oder anderen, ist dieses pünktlich um 15.30 Uhr Gefälle nach unten. Man weiß nicht, sind es Leerverkäufe, sind es Aktienoptionen, die ausgeübt werden. Eins kann man aber auf jeden Fall sagen, langfristig gesehen hat NetSense so viele Möglichkeiten durchzustarten und es nimmt einfach immer mehr Form und Gestalt an, was natürlich
für unser eins eine langfristig sehr, sehr positive Sache ist. Was auch noch einer in den Kommentaren erwähnt hat, ist, dass es fast nur Put-Optionen gibt auf NetSense derzeit, die bis Dezember laufen. Und Optionen werden normalerweise nicht von den Banken direkt ausgegeben, sondern auf Anfrage von Kunden an die Bank. Das heißt, wenn jemand sagt, ey Mensch, ich würde gerne dieses Wertpapier shorten, also leer verkaufen, dann sagt die Bank oder ich möchte Optionsscheine darauf, sagt die Bank, alles klar, wenn du so viel hier quasi abnimmst, dann setzen wir das Wertpapier gerne auf und dann wird das eben ja, ausgegeben und dann kann man sich das Wertpapier kaufen. Heißt aber nicht, dass es die Meinung der Bank bezüglich dem Wertpapier spiegeln muss. Das ist etwas völlig anderes. Also Analysen und die Ausgabe von Optionsscheinen sind zwei völlig verschiedene Welten. In diesem Sinne bin ich gespannt, was die Zukunft mit sich bringt. NetSense ist immer noch eine der meisten leerverkauften Aktien an der Canadian Stock Exchange. Und wenn die sich eindecken müssen oder wenn neue News kommen, die eben vermuten lassen, dass bald noch sehr viele institutionelle Investoren auch auf den NetSense-Train aufspringen, dann dürfen wir gespannt sein, welchen Kurs wir in den nächsten Monaten zu erwarten haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, habt eine wunderschöne Woche und bis bald, euer Max.